Hallo, 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 ihr Zauberschüler. Und willkommen zurück auf der Scheibenwelt, hier in Discworld 2. Mit mir, eurem Retro-Floppy. Okay, ich glaube, zwei der drei Reagenzien, die wir brauchen, haben wir schon, oder waren es mehr? Ich guck nochmal. Mäuseblut fehlt uns noch. Geruch haben wir, Stöcke haben wir. Kerzen brauchen wir noch, okay. Mäuseblut und Kerzen brauchen wir noch. Da muss ich irgendwie... Ich gehe nochmal hier zu dem Imker. Ich muss irgendwie hier an Bienenstöcke kommen. Ich rede mal mit dem Imker. Du magst Bienen? Oh, es sind wundervolle kleine Biester, führen ein aufregendes, abwechslungsreiches Leben. Fliegen ständig hin und her. Poesie. Poesie in Bewegung. Niemand schenkt ihnen genug Beachtung. Das ist meine Meinung. Wenn den kleinen Engeln doch endlich die Anerkennung zuteil würde, die sie verdienen. Du hast völlig recht. Ich meine, heutzutage sind Ameisen in Mode. Alles dreht sich um sie. Ameisen können das Hundertfache ihres eigenen Gewichts tragen. Ja, genau, Jede Biene ist imstande, so etwas zu übertreffen. Man denke nur ans Wunder der Regurgitation oder an die faszinierenden kleinen Bienentänze. Summ, 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 ich habe eine Blume mit Nektar gesehen. Summ, 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 achtet auf das Spinnennetz in dem Baum dort drüben. Summ, 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 bald blüht der Klee. Wohin ist er verschwunden? Ich wollte gerade zu den interessanten Dingen kommen. Er würde wollen, dass mehr Leute Bienen Beachtung schenken. Und heutzutage dreht sich alles um Ameisen. Ich glaube, das ergibt im Englischen mehr Sinn, weil momentan sind die Klicker, also die Filme in der Scheibenwelt angekommen. Und so um 96, 97. Wann kam Ants raus? Erinnert ihr euch noch an den Film mit den Ameisen? Das Pendant zu Das große Krabbeln? Das große Krabbeln war Ameisen, Ants war Ameisen. Ich glaube, es geht darum. Er würde wohl gerne einen Film haben über Bienen. Also das Bee-Movie. Oh Gott, den gab es ja auch. Ganz verdrängt. Ich zeige ihm mal den Flyer. Hier ist etwas, das dich interessieren dürfte. Du scheinst alles über Bienen zu wissen. Warum drehst du nicht einen Klicker darüber? Damit könntest du dein Wissen weitergeben. Gar nicht übel. Dein Vorschlag hat durchaus was für sich. Die Welt sollte endlich mehr über Bienen erfahren. Okay, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich mit den Bienen interagieren. Das soll mal ein Witz sein. Okay, nee, ich brauche erstmal Schutz. Da nehme ich mal den Unterrock. Okay. Dann brauche ich Rauch, um die zu beruhigen. Da nehme ich mal den Weihrauch. Gute Idee, aber zuerst sollte ich es anzünden. Okay, habe ich Feuer? Mit den Streichhölzern. Gut, und jetzt? Okay, kann ich mir jetzt hier Wachs nehmen? Ja, ich habe Wachs. Gut. Kann ich sonst irgendwas nehmen? Ich habe bereits genug, danke. Okay, dann können wir jetzt wieder gehen und können das Wachs in den wandernden Laden bringen und uns Kerzen machen lassen. Da ist er. So, gebe Bienenwachs an alte Tante. Hier, frisches Bienenwachs. Könntest du jetzt bitte einige Kerzen daraus herstellen? Natürlich, Teuerste. Hier hast du die Kerzen, Euer Hoheit. Oh, sie sind sehr hübsch. Könntest du vielleicht dafür sorgen, dass sie tropfiger sind?
Oh, für dunkle magische Zwecke, nicht wahr? Für schreckliche Blasphemien aus den grässlichsten aller grässlichen Albträume. Ja, in gewisser Weise. Och, warum hast du das nicht gleich gesagt, Teuerste? Für so etwas ist Bienenwachs ungeeignet. Entweder jagst du einen Wal und unternimmst dann alles Notwendige, was auch immer notwendig ist. Oder? Oder was? Nun, du könntest spezielles, tropfiges Wachs von den Bienen bekommen, wenn du sie zum Schwitzen bringst. Du musst die Bienen veranlassen, viel zu trinken. Machst du dir Notizen? Echt jetzt? Das hat nicht gereicht. Ich hasse sowas mit Adventures. Wenn du auf ein Rätsel noch ein Folgerätsel bekommst. Okay, wir müssen es schaffen, dass die Bienen viel trinken, dass sie Durst bekommen. Okay, wie mache ich das? Bier, Blasebalg, Mäuschen, Pfeffer. Ich könnte den Pfeffer auf die Blumen streuen. Okay, jetzt schwitzen die Bienen, dann zünde ich nochmal den Weihrauch an, nutze den Unterrock. Nach dem Spiel bin ich vielleicht bereit, das Ding einmal anzuprobieren. Okay. Unterrock. Weihrauch. Und Wachs nehmen. Schwitziges Wachs. Okay, das sieht schon anders aus. Mal gucken, ob das schon gereicht hat, ob das jetzt funktioniert. Zum Laden und ihr das schwitzige Wachs geben. Tropfiges Bienenwachs an Alte. Ist hübsch, schwitziges und tropfiges Bienenwachs. Könntest du bitte Kerzen daraus herstellen? Natürlich, Teuerste. Hier, tropfende Kerzen. Genau das Richtige für den Umgang mit entsetzlichem Entsetzen und den schlimmsten aller schlimmen Albträume. Hier, was hast du vor, Euer Hoheit? Du planst doch nicht, deinem Mann einen Streich zu spielen, oder? Ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass ich keine Prinzessin bin. Es geht mir auch nicht darum, irgendwelche unheilvollen Wesen zu beschwören. In der Universität gibt es bereits genug Dämonen. Die meisten von ihnen studieren Psychologie. Psychologie? Wieso denn? Eigentlich ist es die Schuld der Zauberer. Sie betonen immer wieder, dass sie Dämonen unter ihren Willen zwingen wollen. Ich schätze, hier mangelt es an Humor. Entschuldige bitte, ich muss jetzt gehen. Okay, wir haben die Kerze. Aber wir brauchen doch drei. Das ist nur eine. Reicht das? So, dann geben wir mal die Kerze an Ridcully. Hier sind sie, echte tropfende Kerzen. Bei den Dingern haben nicht nur die Bienen geschwitzt. Nicht unbedingt erforderlich, aber sehen recht nett aus. Nicht unbedingt erforderlich? Nicht unbedingt erforderlich? Danke, das war ein echt nerviges Rätsel. Und du sagst mir jetzt, die waren nicht unbedingt erforderlich. Okay. Ich schaue mich aber trotzdem noch mal ein bisschen im Park um, ob ich hier irgendwas gesehen habe. Nach links bin ich schon gegangen, nach rechts, da war dann irgendwann der Troll. Aber gibt's hier noch mehr? Oh, das ist ein Hahn. Und der kräht die ganze Zeit. Das könnte man benutzen, um dem
um den Vampir reinzulegen. Der lässt sich nicht... Kann ich den mit dem Getreide anlocken? Es nützt nichts, das mit dem Korn zu mischen. Okay, das funktioniert. Der ist aber noch zu schnell. Mist, fast hätte ich das Biest erwischt. Wenn ich ihm nur einen Teil seiner Selbstsicherheit nehmen könnte. Ah, ich habe eine Idee. Wir müssen das Korn in Alkohol tränken. Von Alkohol durchnässtes Korn? Das dürfte jemanden einen ordentlichen Kater bescheren. Bitteschön. Wohl bekommt's und Prost und so. Jetzt gehen wir erstmal ordentlich shoppen. Früh shoppen mit dem Hahn. Jetzt haben wir einen besoffenen Hahn, okay. Mit dem besoffenen Hahn können wir bestimmt den Vampir reinlegen. Okay. Ich würde gern hier weg. Okay, ich packe den Hahn mal in die Truhe und dann könntest du bitte nach links gehen, Rincewind. Will er nicht. Ich würde gern aus dem Bildschirm wieder raus. Okay, jetzt mach das. So. Ab in die Schatten. Oh, hallo. Du bist's wieder. Er sagt, hallo, wie geht's? Und solltest du dich nicht sputen, um tot wieder auf die Beine zu bringen? Das war ziemlich clever. Woher kommst du? Das musst du meine Eltern fragen. Sie wollten es mir nie sagen. Nur ein kleiner Scherz. Ja, ziemlich klein. Das war nur ein bisschen Sarkasmus. Warte nur, bis ich wieder in meinem eigenen Körper bin, junger Mann. Dann zahle ich dir das mit dem Sarkasmus heim. Okay, ab in die Kneipe und dann den Hahn krähen lassen. Benutze Hahn mit Vampir. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Muss ich den erst ausnüchtern? Ist er noch zu besoffen dafür? Ich könnte den in den Penner-Kaffee tunken. Oh, armer Hahn. Das ist doch schon fast Tierquälerei. Adventures waren da echt nicht zimperlich, wenn es um Tierquälerei geht. Ich meine, LucasArts mit Sushi und mit anderen Tieren.
Und jetzt sind die Vampirzähne die dritten im Glas. Und ich glaube, die müssen wir uns holen. Und dann müssen wir mit den Vampirzähnen die Maus aufsaugen. So, hoch zum Sarg. Zähne nehmen. Zähne mit Mäuschen benutzen. Brutal. Die arme Maus. Och, Mann. So, jetzt haben wir ein Reagenzglas voll Mäuseblut. Und eine Vampirmaus? Ist das jetzt eine Vampirmaus? Eine untote Maus. Gut siehst du aus, mein Schatz. Ist dunkler, als ich dachte. Ja, es ist ein bisschen dunkler, aber steht dir, die neue Haarfarbe. Okay. Okay, und dann, Vika, nicht den PC ausmachen. Dann gehen wir noch mal zu Erzkanzler Ridcully und geben ihm die letzte Ingredienz für den Ritus von Ashkente. Hier, man sollte meinen, dass eine Maus nicht so viel Blut enthält. Auf welche Weise hast du... Schon gut, manche Dinge sollten besser unbekannt bleiben. So, das wär's. 3 Stöcke, 4 Kubikzentimeter Mäuseblut, Glitzerkram, Gestank und tropfende Kerzen. Ach, und wofür das alles? Für den Ritus von Ashkente. Du hast gesagt, diese Dinge seien notwendig. Ich habe mich ganz schön abgerackert, um sie zu besorgen. Erinnere mich gar nicht daran. Für den Ritus braucht man nur das Buch zu öffnen, die Glocke anzuzünden und die Kerze zu läuten. Oder muss man das Buch anzünden, die Glocke öffnen und die Kerze läuten? Etwas in der Art? Also los, wir benötigen Kerze, Buch und Glocke. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Natürlich nicht. Ich sehe nur gern, wie du erschrickst. Komm, nehmen wir die Stöcke und tropfenden Kerzen und so, lass uns den Ritus von Ashkente hinter uns bringen. Theo, 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 Theo. Daylight come and I wanna go home. Come, Mr. Tully, man, come Tully me banana. Daylight come and I wanna go home. Wir beschwören den Tod, kriegen Grütze dann zum Nachtisch. Daylight come and I wanna go home. Nee, bone leg, bone head, bone hap. Daylight come and I wanna go home. Meine Güte! Es klang nicht ganz so, wie es eigentlich klingen sollte, oder? Wer hat damit angefangen? Huck, ich habe lang und hart gearbeitet, um die Sachen zu beschaffen. Wir sollten dieser Zeremonie mit mehr... Mist. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mit welchem Wort beschreibt man eine unterschiedliche Behandlung? Ich meine eine differenzierte Einstellung. Unterdrückung? Nein, Unterdrückung meine ich gewiss nicht. Wie soll man einer Zeremonie mit mehr Unterdrückung begegnen? Diktatur des Proletariats? Wie bitte? Die Diktatur des Proletariats. Eine unvermeidliche Reaktion auf Unterdrückung.
Ich glaube, ihr solltet euch jetzt am Riemen reißen. Es wird Zeit, dass wir mehr Klasse zeigen. Klasse! Ja, genau! Das Wort lautet Klasse! Welches Wort? Keine Ahnung. Aber es war bestimmt wichtig. Was war wichtig? Seit wann bist du schon hier? Seit dem Bananenlied. Dauert es lange? Ich mache Urlaub. Hier ist es schön. Sonne, Schafe, Sand, Hüte mit Korken drin. Keine Sorgen. Bald soll mein Magen Achterbahn fahren. Achterbahn? Wieso denn? Keine Ahnung, aber es dürfte eine interessante Erfahrung sein, zumal ich gar keinen Magen habe. Jetzt hör mal! Chaos herrscht in der Stadt! Wie kannst du es wagen, irgendwo im Ausland auf der faulen Haut zu liegen, während sich hier immer mehr Untote herumtreiben? Komm sofort zurück und mach dich wieder an die Arbeit! Arbeit? Ich erinnere mich nicht an Arbeit. Ich entsinne mich nur an einen großen Knall, dem eine Ewigkeit aus Bier folgte. Ohne irgendwelche Sorgen, mein Lieber. Du hast es gut. Mir reicht's. Komm von dem Dingsbums darunter. Nimm die Korken aus dem Hut und... Hey, komm sofort zurück! Ich habe einen Plan. Oh nein! Rincewind, mein Junge, du siehst wirklich prächtig aus. So munter und voller Tatendrang. Ich soll herausfinden, wohin Tod verschwunden ist. Nur wenn du nicht den Rest deines Lebens damit verbringen willst, über den Teich zu starren und die anderen Kröten zu beobachten. Frösche. Wenn dir Frösche lieber sind? Wenn wir eine Gilde hätten wie die Alchemisten, so würde ich mich offiziell über dich beschweren. So wie bei der Diktatur des... Ach, sei still. Zweiter Akt. Komm und stirb mit mir. So, und den zweiten Akt gehen wir dann in der nächsten Folge an. Bis dann und denkt immer dran, ich liebe euch. Tschüss.